Sie denn sehr verletzt? Ein paar Brennungen. Das Schlimmste für sie war der Schock. Sie war über einen Monat lang in der Klinik. Aber sie schafft es nicht ganz, da zu sein. Ich glaube, ein Tier, das man essen will, das muss man auch mögen. Ja, vielleicht ist das so. Und wovor haben Sie Angst? Ich weiß es nicht. Die Häschen? Die hübschen kleinen Häschen? Bezaubernd, weich, liebenswert? Lassen Sie das. Könnten Sie mich auch verspeisen? Dann müsste ich dich lieben. Am Unglückstag von Juliana, wo warst du da? In London. Warum? Und du bist sofort zurückgekommen? Nein. Man hat mir gesagt, es sei nicht nötig. Ich würde... Wieso? Hat Juliana sich darüber beklagt? Nein. Nein, nein, absolut nicht. Wichtig allein ist, so zu handeln, wie es einem richtig erscheint. Richtig für sich und richtig für die anderen. Und in Frieden leben mit seinem Gewissen. Bis jetzt ist das meine ruhig. Hugo, ich bin gerade dabei, deine Koffer zu packen. Wie viele Tage bleibst du weg? 5 oder 6. Gut. Mama, wie viel ist 1 und 1? Was für eine Frage. 2 natürlich. Das stimmt nicht. Schau mal her. 1 und 1? Wie viel ist das? 1. Stimmt. Schau mal an. Manchmal liest man in Zeitungsannoncen zu verkaufen wegen Umzug. So als ob die Leute sich dafür entschuldigen wollen, dass sie ihre Sachen im Stich lassen. Warum? Warum muss das sein? Wie kann man im Voraus wissen, was man nötig hat? Und wird man die zurückgelassenen Dinge wiederfinden, wenn man eines Tages zurückkommt? Es ist aber auch möglich, man kommt nicht mehr zurück. Wenn ich für immer weggehen müsste, dann würde ich auch dich mitnehmen. Es war einmal ein junges Mädchen, das lebte auf einer einsamen Insel. Die Erwachsenen mochte es nicht, weil es sich vor ihnen fürchtete. Die Jungs im selben Alter mochte es auch nicht. Die taten immer so, als ob sie schon groß wären. Und so war das Mädchen immer allein. Allein mit seinen Kormoranen, seinen Möwen und seinen wilden Kaninchen. Ich habe alles versucht, um in die Wirklichkeit zurückzufinden, wie man in der Klinik so schön sagt. Man könnte fast glauben, es ist mir gelungen. Tatsächlich ist mir nichts weiter gelungen, als meinem Mann untreu zu werden. So etwas solltest du nicht denken, Juliana. Sicher. Man sollte nicht denken. Vorsicht! Warum ist der Rauch so gelb? Weil er ist giftig. Und wenn ein Vögelchen da hineinfliegt, stirbt es dann? Die wissen das schon, die Vögelchen. Die fliegen nicht mehr hinein.